Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Revelation, Resident Evil Revelations. Wir starten sofort durch. Das letzte Mal haben wir Veltro gesehen. Also den Kopf von Veltro, schätze ich mal. Und ja, ich frag mich gerade, wohin wir sollen am besten. Doch, ach, das Raymond. Ist Raymond. Hier, das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon sagtet, ihr braucht dringend Strom. Dankeschön. Ein Eisenanker ist da drauf. Mit dem Schlüssel kommt ihr ins Casino im ersten Stock. Dann findet ihr einen Lift, der euch in den Kielraum bringt. Aber zuerst müsst ihr mir etwas sagen. Ihr habt hier keine anderen FBC-Leute gesehen, oder? Nö. War ich und meine Partnerin Rachel nicht. Verdammt. Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Sollen wir nach dieser Rachel suchen? Können wir. Aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Nein, ich will jetzt erst gucken. Egal. Ich möchte jetzt erstmal gucken, wie es mit dem Pool steht. Ob da schon alles aufgefiltert worden ist oder noch nicht. Weil das würde mich gerade am meisten interessieren. Alter. Ich glaube, wir sind tot. Wart. Ich will nicht zum Pool mehr. Ja, das haben wir schon gesehen. Jill, sieh mal. Das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Notstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Das war jetzt heftig. Wir müssen den Maschinenraum reaktivieren. Aber das wird nicht einfach. Ich will nicht zum Pool. Ich will mit Raymond gehen. Raymond! Hier, das könnt ihr vielleicht brauchen. Wie ihr schon sagtet, ihr braucht dringend Strom. So. Mit dem Schlüssel kommt ihr ins Casino im ersten Stock. Dann findet ihr einen Lift, der euch in den Kielraum bringt. Aber zuerst müsst ihr mir etwas sagen. Ihr habt hier keine anderen FBC-Leute gesehen, oder? Nein. War ich und meine Partnerin Rachel nicht. Verdammt! Ich habe nichts von ihr gehört, seit sie zum Kielraum gegangen ist. Sollen wir nach dieser Rachel suchen? Können wir, aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Kielraum aufsuchen. Hä, wohin sollen wir denn jetzt gehen? Funktioniert hier auch nicht. Die einzigste Möglichkeit wäre jetzt eigentlich nur. Wie gesagt, der Casino-Eingang ist auf dem Gang im ersten Stock. Ah. Erster Stock. Ist das hier der erste Stock? Nee, ne? Wir müssen da rein. Alter, die Viecher sind aber scheiße. Aber das ist hier der Pool. Nein, das ist hier falsch. So. Hier
So. Ich gehe jetzt einfach mal hier durch. Guck, ob ich hier den Casino-Eingang finde. Cafeteria steht da, ganz groß. Das dürfte doch hier der erste Stock sein. Was steht da? Promenade. Eigentlich dürfte das doch hier die Cafeteria sein. Ach, Casino. Ja, warum komme ich da nicht rein? Ich habe doch den Schlüssel. Ich habe es doch eben da dran versucht. Entschuldigung, aber... manchmal will mich das Spiel verarschen. Okay, jetzt kommt's Casino. Okay, das ist arg dunkel. Der Strom ist ausgefallen. Oh, halb auf, danke. Alles durchsuchen in Resident Evil. Auch wenn es langweilig ist, aber man findet was. Fast immer was. Munitionskiste erhöht maximale Tragbarkeit und Menge an Munition. Sie können maximale Kapazität über das Menü in Erfahrung bringen. Okay. Sie öffnet sich nicht. Ich finde so. Ich finde es cool, wie sie aus diesen Taschen ihre Waffen holt. So eine große Waffe aus so einer kleinen Tasche. Mit dem Schalter kann man den Strom wieder im Casino herstellen. Ja, da macht's doch. Da ist jetzt dieses Ding reingefallen. Das ist ein Luxusschiff. Da gibt es sogar Casinos. Taste drücken, ja. Verdammt! Mist, das ist infiziert. Pass auf! Alter. Die waren auf dem Video. Ein Geschenk von unserem Freund mit der Gasmaske? Tja, vielen Dank auch. Aua. Stirb. Alter, wie viele... Da schwommen doch nur ganz wenige zum Fische. Endlich ist es etwas ruhiger. Jill, da, ich sehe da was. Ah, ne. Da drücke ich dich schon mal drauf, ey. Bericht der Casino-Angestellten. Ich habe endlich entdeckt, wie man das Sicherheitssystem des VIP-Raums überbrücken kann. Der Raum ist für Bonzen reserviert, deshalb wollte ich mal nachsehen, was da drin vorgeht. Es ist so einfach, man muss nur das Casino-Mädchen an der Tür mit genug Münzen versorgen. Und schon sind alle Sicherheitsvorkehrungen ausgeschaltet.
Entscheidend ist das richtige Gewicht. 107 Gramm. Ein kleiner Preis für den Eintritt zum VIP-Raum. Also darf ich jetzt Münzen sammeln. Mal gucken, ob hier irgendwo Münzen sind. Ich habe eine gerade gesehen, aber ich wollte die ja nehmen und ich dachte, der Knopf. So scheiße. Ja, nochmal drückst du nicht drauf, habe ich schon verstanden. So. Wie? Ach, so ein Fisch hat die gedroppt. Sag das doch. Münze aufgehoben, so. Jetzt können wir hoch. Hä? Du willst noch eine Münze? Hier sind aber keine Münzen mehr. Kriege ich damit mehr Münzen? Sowas hätte ich gern zu Hause. Münze einwerfen. Sie bekommen eine Münze zurück. Ja, dann versuchen wir es doch nochmal. Sie bekommen eine Münze zurück, dann versuche ich es nochmal. Irgendwie kommt immer dasselbe. Okay. Gibt's hier sonst noch einen funktionierenden Automaten? Den? Nein. Den da. Yay. Sie haben einen Haufen Münzen aufgenommen. So geht das. Sieben Gramm waren das. Ja. F. Boah. Schrotgewehr. Eine hingekritzelte Notiz. Liebster Freund, ich bin am Ende meiner Weisheit. Es tut mir leid, aber ich muss los. Ich schlafe. Aber irgendwann werden sie aufwachen. Jetzt ist meine Chance. Wenn ich nur an sie denke, bekomme ich Gänsehaut am ganzen Körper. Ihre hässlichen Körper sind nicht von dieser Welt. Ihr Gestank ist verrottende. Ihr Gestank wie verrottende Organe. Und ihre Schreie wie Echos aus der Hölle. Ich habe so sehr Angst, dass ich nicht aufhören kann zu zittern. Nicht einmal jetzt, wo ich das hier schreibe. Sei vorsichtig. Die aufgedunsene... Boah, wer ruft mich die ganze Zeit an? Wo war ich? Die aufgedunsenen Blasen an den Wänden sind ihre Eier. Mit ihrer Hilfe können sie sich erholen. Bitte erlaube nicht, dass ich dich verlassen habe. Boah, mein Gott, ey, jetzt vibriert hier alles. Okay.
Ich muss aber jetzt auch die Folge beenden. Und ja, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bleibt crazy.